Ja, ey, da geben andere Menschen total viel Kohle für aus, ne? Bei uns in den Vierteln zum Beispiel ist voll der Schönheitswahn ausgebrecht. Ey, unser Mutter, ne, löffelt jeden Abend vor dem Schlafengehen eine ganze Schüssel Nivea. Und jeder Zweite ist jetzt operiert. Der alte Grieche an der Ecke, ne, war gestern mit seinen dicken Gyrospieß beim Doktor und hat Fett absäugen lassen. Ja, ey, die sind total krank, ehrlich. Die machen sogar vor Tiere nicht Stopp, ne? Ich war im Zoo. Da ist so ein Elefant, der hatte früher einen Rüssel gehabt, ne? Heute versucht er sich mit so einem kleinen Hollywood-Näschen Wasser auf den Rücken zu spritzen. Aber egal, ich war auch erstmal bei einem Schönheitendoktor, zusammen mit meiner Perle, ne? Weil die hat wegen ihrem Körper schon so physische Probleme. Ey, wir kommen in Wartezimmer, ne? Sitzt da mein alter Deutschlehrer. Ach, Herr Ricci, was machen Sie denn hier? Wollen Sie sich das Gehirn aufspritzen? Ich sag, nee, ich hab unten hinten am Rücken so eine tiefe Falte, die will ich mir rausbügeln lassen. Plötzlich, Ricci und Perle bitte sofort in Behandelzimmer 3. Ritchie und Perle bitte. ja, ey, meine Perle heißt immer nur meine Perle, ne? Weil die Leute haben keinen Bock für 2 Wochen den Namen zu lernen. Ey, wir rein zum Schnippelmeister, ne? Und meine Perle sofort losgezetert. Herr Doktor, ich wollte so Brüste haben wie Dolly Buster. Ich will, ich will, ich will. Sagt der Arzt, oh, da kann ich aber nicht versprechen, ob wir da so viel wegnehmen können.